Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Mit dem Wochenspruch Psalm 66, Vers 20 darf ich Sie von Herzen in der Friedenskirche zu unserem Gottesdienst am Sonntag Rogate begrüßen. Es ist dies ein ganz besonderer Gottesdienst. Viele Wochen und Monate hat die Corona-Pandemie unsere Friedenskirche getreten und zerzaust. So vieles fiel aus und ist weggebrochen. Heute nun ist ein Tag der Freude. Heute ist ein Tag neuer Hoffnung. Heute Morgen führen wir in Ihren Dienst ein und freuen uns von Herzen auf eine gesegnete, fröhliche Zusammenarbeit. Ingrid Illmann als pädagogische Mitarbeiterin und Joachim Diesen als Organist der Friedenskirche in Zusammenarbeit mit Alain Gehring und als Kantor unserer Gemeinde. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Segen ein Herz.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hören Worte des Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr unser Gott, wir haben gelitten rund um die Friedenskirche. Klein wurde die Zahl unserer Mitarbeiter und Corona tat das Übrige. Der Prophet Jesaja verkündete es vor 2500 Jahren ähnlich. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld. Im Ernst-Flato-Haus verschlossene Türen, kein Bibelkreis, kein Kirchencafé, kein Café Credo, keine Kinderkirche. Herr, wir haben gelitten. Doch die Hoffnung, Herr, gaben wir nicht auf. Unser Vertrauen ist fest. Herr, du rufst uns in den Dienst und schenkst uns Zukunft. In Jesu Namen stehen wir fest und wanken nicht. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser. Der Herr hat sich unser erbarmt. Eine neue Mitarbeiterin und einen neuen Mitarbeiter, zwei große Hilfen schenkt er uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wir hören die Lesung, Markus 1, die Verse 14 bis 22. Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern zurück und gingen fort, ihm nach. Wort des lebendigen Gottes. Wir wollen alle fröhlich sein, in dieser Küste liegt Zeit, denn unser
Wir berufen in diesem Gottesdienst in den Dienst der Gemeinde und erbitten den Segen Gottes für ihre Arbeit. Ingrid Illmann und Joachim Diesner. Im Brief des Paulus an die Korinther steht im 12. Kapitel geschrieben: Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube, in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Ingrid, in deiner Dienstanweisung heißt es über deine Aufgaben: Die Aufgaben der Gemeindepädagogin schließen Verkündigung und Seelsorge mit ein. Deine besonderen Aufgaben sind die Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Begleitung der Seniorenarbeit im Bezirk Friedenskirche und einmal im Monat in der Versöhnungskirche, die Leitung der Kinderkirche, die am ersten Sonntag des Monats in der Friedenskirche stattfindet, die Leitung des offenen Treffs, die Leitung der Blauen Stunde im Ernst-Flatow-Haus, der Aufbau eines Besuchsdienstkreises in Alt-Ehrenfeld, die Kooperation mit dem Café Credo. Liebe Ingrid, so frage ich dich: Bist du bereit, diesen Dienst in unserer Kirchengemeinde zu übernehmen? Bist du bereit, diesen Dienst in Treue gegenüber der Heiligen Schrift auszuüben, die Ordnungen der Kirche zu achten und mit all, die in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten? So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, ebenso bitte ich euch, Frau Illmann in ihrem Dienst zu achten und sie zu unterstützen, für sie zu beten und mit ihr zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen. So möchte ich um Gottes Segen bitten. Liebe Ingrid, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, segne dich und deinen Dienst in dieser Gemeinde. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lieber Joachim, Weisung heißt es: Als Kirchenmusiker obliegt Ihnen gemeinsam mit dem weiteren Stelleninhaber Alain Gehring der kirchenmusikalische Dienst an der Friedenskirche. Sie leiten wöchentlich die Chorproben der Kantorei. Sie leiten und koordinieren die Projektarbeit der Frauenschola der Ehrenfelder Kantorei. Zusätzlich gestalten Sie das Weihnachtskonzert und 6 Ehrenfelder Abendmusiken in der Friedenskirche. Hinzu kommen 8 Gottesdienste mit deutlich höherem Aufwand pro Jahr in der Friedenskirche. Lieber Joachim, so frage ich auch dich: Bist du bereit, diesen Dienst in unserer Kirchengemeinde zu übernehmen? Bist du bereit, diesen Dienst in Treue gegenüber der Heiligen Schrift auszuüben, die Ordnungen der Kirche zu achten und mit allen, die in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten? So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Liebe Gemeinde, ebenso bitte ich euch, Herrn Diesner in seinem Dienst zu achten und ihn zu unterstützen,
für ihn zu beten und mit ihm zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen. So möchte ich um Gottes Segen bitten. Lieber Joachim, auch dich segne Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er segne dich und deinen Dienst. Der Friede Gottes sei mit dir. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Augen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und, was fett ist und stark, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Wir hören die Lesung aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 12 bis 17. Christus spricht: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen. Und herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Ehrenfelder Presbyterium hat beschlossen, dass unsere Friedenskirche auch die kulturellen Schätze und Errungenschaften unserer christlichen Kultur zu Ehren bringen soll. Keine Angst, die klassische Gemeindearbeit läuft selbstverständlich weiter. Der Bibelkreis, die Familiengottesdienste mit der Kindertagesstätte, der Singkreis, der Flötenkreis, das Kirchencafé, die Kinderkirche. Aber, wenn man so will, das Besondere, das Spezielle, das Sahnehäubchen der Friedenskirche soll sein, dass wir unser großes evangelisches, protestantisches Erbe erinnern und zum Leuchten bringen. Sie kennen alle den Spruch: die Kirche im Dorf lassen. Das bedeutet doch zweierlei. Erstens, in der Mitte des Dorfes steht die Kirche. Ihre Traditionen, ihre Wurzeln, ihr Segen ist nicht wegzudenken. Da sind Martin Luther,
und Paul Gerhardt. Stellt euch eine Welt vor ohne Johann Sebastian Bach, aber auch ohne Albert Schweitzer oder Dietrich Bonhoeffer. Sie wegzudenken, das ist unmöglich. Dann ist da aber auch das Dorf, die Welt. Das Dorf ist hin und her mit der Kirche verbunden, verwoben. Denkt an Händel und Mozart, an Lessing und Schiller, an Hölderlin und Klopstock. Was wäre ihr Werk ohne die Gottesfrage, ohne die Gretchenfrage, ohne das Ringen um Jesus? Friedrich Hölderlin ist ausgebildeter Theologe. Lessing dichtet mit Nathan dem Weisen ein gewaltiges theologisches Werk. Und Händel feiert mit seinem Messias seine eigene Auferstehung und Heilung. Was für eine Kraft, was für ein Reichtum, was für ein Segen ist da verborgen. Ich freue mich von Herzen, dass wir in der Friedenskirche daran gehen, dies durch Konzerte und Vorträge, durch Ausstellungen und Diskussionen zu vertiefen und zu bewahren. Und da passt nun unser Predigttext, Apostelgeschichte 17, herrlich dazu. Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 34. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag in Athen und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie nun von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Paulus besucht Athen, die Hochburg der Philosophie und des Wissens. Es ist seine zweite Missionsreise. Er stellt sich auf den Areopag, den Marktplatz am Fuße der Akropolis, und beginnt zu predigen. Etliche Denker und Philosophen hören ihm zu, Epikureer und Stoiker und viele, die neugierig sind. Die Diskussion, die Auseinandersetzung beginnt. Zu Beginn spricht Paulus Sätze aus, die alle packen und überzeugen. Paulus streckt die Hand aus zum Himmel. Gott, sagt er, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da hat er recht, nicken die Zuhörer. Hat nicht auch Aristoteles gelehrt, dass Gott die erste Ursache ist, die prima causa, der erste Beweger von allem? Und wenn wir Sokrates lesen und Plato, ist der Mensch nicht von Natur aus religiös? Fragt er nicht über diese Welt hinaus? Der Mensch sucht einen Sinn,
Er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Er will wissen, was im Sterben geschieht. Gibt es Hoffnung über den Tod hinaus? Ja, Gott ist uns nicht ferne. Der gestirnte Himmel über uns und das Gewissen in uns, sie lehren uns Ehrfurcht und Andacht. Sie lassen uns den ewig schaffenden Gott erahnen. So dann erzählt Paulus von Jesus von Nazareth, von dem Messias Israels, von seinem Tod und von der Osterhoffnung. Wie die Zuhörer auf Jesus reagieren, ist nicht überliefert. Doch ich bin sicher, auch bei dieser Rede spitzen sie die Ohren. Was ist das für ein Mensch, der ganz für die Liebe lebt, der Kinder auf den Arm nimmt und mit Frauen theologisch diskutiert, der alte steinerne Gesetze umstößt und den einfachen Menschen auf der Straße Kind Gottes nennt, der sich mit den Großen anlegt, um die Armen unter Gottes Segen zu stellen, der eine Gemeinde gründet, in der jeder jedem hilft, in der alle Klassenschranken aufgehoben sind. Jesus, er spricht von einem Gottesreich ohne Sklaverei, ohne Krieg und Gewalt, ein Reich, in dem alle Menschen vor dem Vater im Himmel gleich sind. Oh, ich bin sicher, sie alle hören zu. Oh, ich bin sicher, manch einer denkt, hätten wir ihn doch kennengelernt, diesen Jesus. Wäre er doch jetzt in Athen. Das klingt so fantastisch, was für ein Mensch. Das war in der Tat etwas Neues, etwas, eine neue Lehre. Dann, so berichtet es die Apostelgeschichte, kommt es allerdings zu Differenzen. Als Paulus über Jesu Auferstehung berichtet, über Ostern, da wird es den Zuhörern zu viel und sie gehen ihrer Wege. Es reicht, sagen sie, wir wollen dich darüber ein andermal wiederhören. Okay, zu viel Theologie tut eben auch nicht gut. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings, wer hier einen Graben aufreißen möchte zwischen der griechischen Philosophie und dem Ostergeschehen, der sei vorsichtig, der möge Folgendes bedenken. Die großen Philosophen, Sokrates, Platon und Aristoteles, sie unterscheiden alle zwischen der Seele und dem Leib des Menschen. Sie sagen, wenn ein Mensch alt wird, wenn er stirbt, dann trennt sich die Seele von dem Leib. Der Leib verfällt, er vergeht, je älter der Mensch wird, umso hinfälliger ist der Körper. Die Seele jedoch, sie ist unsterblich. Sie kehrt heim in das Reich der ewigen Ideen. Ist das so weit von Ostern entfernt? Wenn Jesus zu dem Schächer am Kreuz spricht, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, heißt das nicht, dass die Seele zu Gott heimkehrt, während der Körper am Kreuz blutet? Auch die griechische Philosophie glaubt an das ewige Leben. Die großen Philosophen glauben an den Sieg des Guten, des Wahren, des reinen Herzens. Ist das so weit entfernt von Ostern, von der Verkündigung Jesu? Liebe Freunde, bevor wir hier Gräben ziehen und beckmesserisch verurteilen, wirkt nicht in allen großen Dichtern und Denkern die Gottessuche, die Wahrheitssuche, das Streben über Raum und Zeit hinaus und die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Was macht uns alle aus? Fürwahr, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Liebe Gemeinde, ich freue mich von Herzen auf unsere Gemeindearbeit. Ich freue mich auf den offenen Treff, den Frau Illmann weiterführen wird. Ich freue mich auf manches Konzert, das Herr Diesner für uns organisieren und durchführen wird. Ich freue mich und kann es gar nicht erwarten, anzufangen. Hoffentlich lässt es Corona bald zu. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lieber Gott, schon sehr lange Zeit müssen wir alle mit Einschränkungen und Entbehrungen in unserem Zusammensein leben. Viele Menschen leiden unter der Pandemie. Schenke uns die Geduld, die Kraft und das Vertrauen, welches wir brauchen, um die Krise bis zum Schluss zu bewältigen. Gott, am Sonntag Rogate erinnerst du uns daran, dass wir mit allen zu dir kommen dürfen. Im Gebet dürfen wir vor dich bringen, was uns bewegt. Lob und Dank, Trauer und Schmerz, das Gute und Belastende unserer Lebenswirklichkeiten. Sei auch weiter mit deinem offenen Ohr, deiner Liebe, Hilfe und Barmherzigkeit für uns da. Die Pandemie lässt die Welt zum Stehen kommen und bewegt Menschen zum Umdenken. Die Natur konnte sich erholen und viele haben auf neuen Wegen zueinander gefunden. Wir bitten dich um Trost und Liebe. Sei uns nahe und hilf uns, Hoffnung und Zuversicht schöpfen zu können. Gott, es ist Zeit. Mach doch der Pandemie ein Ende und hilf uns, die neuen Wege weiterzugehen, sodass aus kleinen Spuren breite Wege werden. In deinem Licht, Gott, sehen wir die Wunder deiner Schöpfung, ihre Größe, Schönheit und Kostbarkeit. Lass uns nicht den Blick dafür verlieren. In deiner Liebe, Gott, finden wir Ruhe. Lass uns nicht unsere Herzen verschließen für dein Wort. Lass uns aufmerksam durchs Leben gehen, dass wir dich spüren und erfahren und denen zur Seite sind, die unserer Hilfe bedürfen. Für Joachim und mich beginnt ein neuer Abschnitt in unserem Arbeitsleben. Segne unser Tun und schenke uns Mut für das Neue auf unserem Weg, ein gutes Händchen und ein großes Herz, damit unsere Arbeit der Gemeinde und dem Veedel Gutes bringen wird. Himmlischer Vater, ja, du stellst uns vor neue Aufgaben, Erfahrungen und Herausforderungen. Ein Neustart. Ein neues Team, erste Schritte auf einem gemeinsamen Weg. Lass unser Tun gesegnet sein. Lass uns zusammenwachsen, inspiriert, kooperativ, flexibel und im guten Austausch miteinander. Dein Wille geschehe durch Christus Jesus, unseren Herrn. Gemeinsam wollen wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns hingehen mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. So segne uns nun Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.